Social Klar TV und ich habe gehört, wir machen eine klassische Anmoderation. Mhm. Klassischerweise sage ich jetzt herzlich willkommen, Sarah Walzel aus dem Social Klar Social Media Team von Sonnenklar TV. Hallo. Toll, oder? Ich habe gerade bemerkt, wie toll du hier zum Bildschirm passt. Es begeistert mich, dass du dich immer so auf das Format vorbereitest. Also ich will immer zu dir passen, aber auch natürlich farblich hier zu eurem klar.tv. Eine Sendung, wo es sich um die sozialen Medien dreht und wo wir dann aber auch viel darüber sprechen, was spielt sich denn intern ab. Also weil es gibt ja immer viele Kommentare, viele Sachen, über die man berichten kann. Ja, wir sind immer in Kontakt mit unseren Kunden, mit unserer Community, mit unseren Usern. Und da kann man echt einiges drüber berichten, ja. Das war eine klassische Anmoderation, die wir jetzt gemacht haben. Passt und jetzt so? Kommt hinten dran, soll ich sagen, ein Desti zum nächsten Reiseziel. Und das ist Jamaika. Yay! Erste Bilder, die so sehr Lust machen auf Urlaub, auf die Karibik, auf in dem Fall Jamaika. Und Jamaika, heißt es überhaupt Jamaika oder heißt es Jamaika? Oder wie sagt man das? Ich sag einfach Jamaika. Jamaika. Ja, ich glaube, da versteht ein jeder. Ah. Und ich will gar nicht so viel dazu sagen, zu dem Royalton Negril Resort und Spa, weil du bist da. Und du hast die allerbesten Infos, was natürlich auch in den einzelnen Communities vor sich geht, was das Hotel alles kann, was unsere Fans berichten. Und da befassen wir uns nicht nur mit einem, sondern wir gucken bei Facebook vorbei, wir gucken bei Instagram vorbei. Und eigentlich haben wir auch ziemlich oft bei uns in der Sendung, wir schauen auch ganz oft bei Holiday Check vorbei. Holiday Check. Und damit steige ich jetzt direkt ein, weil wir haben bei dem Royalton Negril Resort and Spa eine Weiterempfehlungsrate von 100%. Muss man dann auch einfach mal hervorheben. Und ich habe einfach exemplarisch mir eine Bewertung ausgesucht, die besonders ausführlich war. Die ist von der Theresa. Die war im Februar 2020 noch vor Ort, hat 6 von 6 Sonnen vergeben und schreibt: Für uns ein rundum perfektes Urlaubsziel. Die gute, relaxte Laune, die von wirklich jedem Mitarbeiter in diesem Hotel ausgeht, hat uns von Anfang an begeistert. Also genauso, wie man sich Jamaika vorstellt. Und sie geht auch noch ein bisschen genauer aufs Zimmer ein zum Beispiel. Da schreibt sie: Sehr moderner Einrichtungsstil, was uns gut gefallen hat. Alles neu renoviert, Zimmerservice war super. Man konnte über den Flachbildschirm Fernseher Essen bestellen, Handtücher und so weiter. Cool, aber was jetzt kommt, finde ich noch cooler. Die Zimmer wurden jeden Tag sehr gründlich geputzt. Wenn man nachts kam, war sogar das Licht gedimmt und die Decke aufgeschlagen. Top-Service. Oh, das ist dieser Turnaround-Service, ne? Turn-down-Service? Nee, wie heißt es denn? Sowas. Turnover ist auch totaler Quatsch. Also ich habe auch wieder... Wir finden es noch raus. Ja, Gastronomie schreibt sie auch sowohl das Buffet-Restaurant als auch die à la carte Restaurants waren absolut klasse. Dann hat sie noch einen Tipp reingepackt. Als Tipp können wir das Ocean Point Bistro empfehlen, welches für die Hideaway-Gäste zu einem kleinen und Diamond Club-Gäste inkludiert ist und nochmal hochwertige Speisen anbietet. Gegen einen kleinen Aufpreis, man muss nur eine Flasche Wein kaufen, kann man dort vorzüglich mit wunderbarem Meerblick essen. Wir empfehlen den Hummer. Und auch zum Freizeitangebot hat sie was geschrieben. Man kann in dem Hotel alles machen. Yoga, Beachvolleyball, Fitnessstudio, Schnorcheln. Natürlich auch die Trend-Up-Sportart Sub. Ist kurz für, weißt du es? Stand-Up. Ich habe auch so einen Sub. Ja, also kann man auch empfehlen. Mega.
Ich habe es noch nie auf dem Meer gemacht, ich kenne es nur auf dem See. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man eine Welle, wenn auch nur eine kleine Welle kommt, würde ich runterfallen. Aber ich glaube, das macht man dann lieber in so ruhigen Lagunen. Bei dem glasklaren Wasser sieht man da auch bestimmt einiges. Dann habe ich natürlich auch noch bei Facebook reingeschaut, kam auch richtig gut an. Hatten wir jetzt am 31. Juli zuletzt bei uns auf dem Kanal, haben wir 140 Reaktionen bekommen. Es wurde 13 Mal geteilt und natürlich kamen auch einige Kommentare rein. Und auch die lesen sich alle richtig positiv. Da schreibt die Kathi, es war damals so schön auf Jamaika. Oder die Sabine, wir können Jamaika nur empfehlen. Christa schreibt, waren schon dort, war wunderschön, auch in Ricks Café beim Sonnenuntergang. Dann schreibt Klaus, wir sind im Januar auf Jamaika gewesen. Ein Ausflug zu Ricks Café nach Negril ist zu empfehlen. Und zu guter Letzt, ein kleiner Roman, hat die Heike geschrieben, Jamaika ist traumhaft, die hat ganz viel gemacht, die war in den Blue Mountains, die war auf einer Kaffeeplantage, die hat eine Rumfabrik besucht, die hat eine Floßfahrt auf dem Rio Grande gemacht. Ja, Rio Grande gibt es nicht nur in Nordamerika, sondern auch auf Jamaika. Sie war bei den Duns River Falls und sie war auch in Rick's Café. Außerdem auch noch an der Grabstätte von Bob Marley in der Blue Lagoon und sie kommen auf jeden Fall wieder. Aber weil so oft dieses Rick's Café empfohlen wurde, dachte ich mir, gucke ich mir das doch mal an und habe auf Instagram geguckt. Das ist ja immer so der Ort, wo ich quasi reingucke, um zu sehen, was da so vor sich geht. Und das, wenn man sich das anguckt, Rick's Café hier im Sonnenuntergang, wird das ja immer sehr empfohlen. Richtig tolle Stimmung. Also man ist hier direkt quasi an einer Klippe und man kann dort auch quasi Klippenspringen machen. Wie nennt man das? Cliff Diving. Na? Kann man entweder von den Booten aus beobachten oder wenn man eben eigentlich gerade einen gemütlichen Abend dort verbringen will und eine kurze Abkühlung braucht, kann man runterspringen. Was aber noch viel krasser ist, es gibt nicht nur das normale Cliff Diving, sondern noch ein Podest über Rick's Café. Es sind bestimmt also so gefühlt 300 Meter drüber, hat man dann bestimmt eine tolle Aussicht. Aber ja, kann man einiges erleben dort. Würdest du das machen? Wenn dann nur so. Aber du würdest auch also, von dem Podest runterspringen. Weiß ich nicht, aber selbst bei dem unteren würde ich nur Kerzen und da sitzt du halt. Dann, würde bestimmt trotzdem sich super auf Instagram machen. Du weißt doch, was übrigens das Tolle ist. Ich habe jetzt in den ganzen Kommentaren stand, dass sie extra immer weit gefahren sind zu diesem Rick's Café, weil das natürlich einer der Anziehungspunkte überhaupt ist, einer der Highlights. Und von unserem Haus, von dem Royalton Negril Resort und Spa, sind es nur 15 Minuten. Ha. Das ist ein schöner Ausflug. Das ist absolut ein schöner Ausflug. Übrigens, bevor du gleich weitermachst, ja, weil ich weiß, du hast... Ich bin eigentlich durch, du darfst einfach... Darf ich? Ja, du darfst. Okay, weil, was wir überhaupt noch nicht gesagt haben, wir schenken hier die zweite Urlaubswoche. Also alle Kommentare, die du gerade vorgelesen hast, die werden sich jetzt begeistert die Augen reiben und direkt wieder nach Jamaika fliegen. Denn wir haben hier zwei Wochen zum Preis von einer ab 1.999 Euro mit dem Flug. Es gibt ein Upgrade auf eine Junior-Suite mit Mehrblick dazu im Wert von 456 Euro. Und allein die Woche Baden geschenkt hat einen Wert von knapp 1.600 Euro. Also ein Wahnsinnsangebot, ein super Hotel. Sarah hat schon gesagt, 100% Weiterempfehlungsrate. Und uns bleibt jetzt nur Ihnen dieses Haus 15 Minuten von Rick's Café entfernt auch zu zeigen. Jamaika, ein Eiland, das zu den beliebtesten Karibikinseln zählt. Und der Ort, an dem der Traum vom Luxus mit dem Royalton Negril Wirklichkeit wird. Zwei Wochen verbringen Sie in Ihrem Domizil an Jamaikas Westküste. Zahlen müssen Sie aber nur eine. Das Fünf-Sterne-Haus bietet Ihnen jeglichen Komfort in seiner exquisitesten Form. Angefangen in Ihrer Junior-Suite, von der Sie dank Upgrade sogar den Blick aufs Meer genießen. Erholung pur finden Sie am feinen Sandstrand, untermalt vom Rauschen der Kokospalmen. Die vielen Spezialitäten der sieben verschiedenen à la carte Restaurants heben Sie täglich in den Kulinarikhimmel. Wählen Sie zum Beispiel zwischen Steakhouse und der Küche der West Indies oder lieber mexikanisch oder italienisch? Die Auswahl an acht verschiedenen Bars steht dem in nichts nach. Kein Wunder also, dass bei diesem herausragenden All-Inclusive-Angebot alle ehemaligen Gäste zu 100% zufrieden sind. Jamaika und das Royalton Negril. Zwei traumhafte Wochen lang zum Preis von nur einer.
Oh, ein traumhaftes Angebot und wir bieten Ihnen direkt 3 Monate an, wo Sie ab 1.999 € verreisen können. Dezember diesen Jahres, Mai und Juni nächsten Jahres. Was für Knallerpreise für 2 Wochen, für All-Inclusive, für eine Junior-Suite mit Meerblick. Alles hier mit drin in diesem Angebot. Und Sie sehen es unten eingeblendet, 3 Wochen können Sie auch bleiben. Dann nochmal ca. 700 € obendrauf, ab 2.699 €. Dann sind Sie 3 Wochen in einem Hotel mit 100% Weiterempfehlungsrate. Direkt am Bloody Bay Sandstrand von Negril gelegen. Ein klasse Angebot und heute schon wieder in der Top 3. Freut mich, 219-730 ist die Buchungsnummer. Bis heute buchbar ist es auch manchmal ein Thema bei euch, gerade wenn ihr so in Kontakt seid mit den Fans von Sonnenklar TV auf der Facebook-Seite, dass Angebote enden oder wird da mal nachgefragt, ob wir das mal verlängern können, weil manchmal schaffen wir es ja tatsächlich. Ja, kommt tatsächlich oft mal die Nachfrage, gerade weil Posts sich ja nicht versenden, so wie hier natürlich. Mhm. Ne? Die bleiben ein bisschen bestehen und wenn das dann mal wieder hochgeschoben wird durch einen Kommentar, kommt dann schon auf die Nachfrage, oh Mist, gar nicht mehr buchbar und sowas, ist dann schon schade, ja. Unsere Griechenlandwoche, heute der letzte Tag, also von daher wirklich ranhalten. Bis 24 Uhr ist dieses Angebot noch buchbar, ein Luxusangebot, deshalb heißt es auch Luxury Collection Resort. Und das merkt man natürlich, ich sag mal, auch am Preis. Wenn man einen Porsche kauft, wenn man einen Rolls-Royce kauft, wenn man einen Bentley kauft, dann geht das natürlich nicht zum Preis eines Golfs. Ja, so ungefähr, um das mal auf eine andere Ebene zu heben. Ab 899 € ist es hier buchbar und es ist jeden Euro wert. Aber wirklich jeden Euro. Sarah. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich heute quasi Recherche betrieben habe zu diesem Angebot. Ich habe mich da auf HolidayCheck umgesehen und die Bewertungen sprechen für sich. Und es hat wieder eine Weiterempfehlungsrate von 100%. Was anderes kommt uns hier bei Socialclar TV quasi nicht in die Tüte. Ja, und die Bewertungen sprechen für sich. Also es ist wirklich Luxus pur. Da schreibt zum Beispiel der Gunther: Toll und gerne wieder. Wunderbare Lage direkt am Meer. Sehr individuell. Wirklicher Luxus, einfach empfehlenswert. Concierge Mira hat uns 2 Anfragen unsererseits bei Anreise sofort einen noch gar nicht geäußerten Wunsch vorausgeahnt und diesen erfüllt. Wow, also Gedankenlesen scheint mit im Preis inbegriffen zu sein. Die Laurin, oder der Laurin? Der Laurin, ne, schreibt: Ein Stück Paradies, ein Luxushotel auf der wunderschönen Insel Korfu. Von dem Moment an, als wir eintraten, fühlten wir uns wie zu Hause. Etwa 30 Minuten von Korfu Stadt entfernt ist dieses Resort ein ruhiges Paradies nur für Erwachsene. Die Verena schreibt: Sehr schön gelegen, inmitten 500-jähriger Olivenbäume, die geschickt und nachhaltig teilweise sogar in die Gebäude integriert wurden. Sehr stilvolle, moderne Architektur. Und wir haben ja gerade gehört, Korfu Stadt ist nicht so weit weg. Und da schreibt die Verena noch zu Lage und Umgebung: 15 Kilometer vom Flughafen. Gute Tipps für Restaurants und Highlights der Insel. Und eigenes Yacht-Shuttle zur Stadt Korfu. Yacht-Shuttle, wo hat man denn sowas mal? Zuletzt dann noch Kerstin, die schreibt: Das Hotel lässt keine Wünsche offen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und gut betreut vom Service. Die Zimmer sind genau wie im Internet beschrieben. Die werden wir natürlich auch gleich zeigen hier im Film. Übrigens, was noch ein paar Schlagworte zu diesem Hotel. Das gehörte einst der Onassis-Familie. Ja, das ist praktisch als luxuriöses Hobby betrieben worden, wo man gesagt hat, wir möchten einfach Gäste bestmöglich unterbringen, die das aller, ja, die sowas einfach noch nicht in dieser Form erlebt haben. Ausschließlich für erwachsene Gäste, hast du gerade schon auch in einem Kommentar vorgelesen. Die mediterrane und griechische Küche von Sterneköchen entwickelt vor Ort. Und die große, ja,
klar, eine Rooftop-Bar gibt es und alles das, was du schon vorgelesen hast, sowieso. Sie kriegen von uns ein Doppelzimmer mit Meerblick. Das kostet normalerweise dem Hotelstandard angemessen alleine 770 Euro extra. Kriegen Sie von uns geschenkt und auch noch ein Resort-Guthaben pro Zimmer für Speisen und Getränke. Halbpension ist bereits mit drin. Wenn Sie aber zwischendurch zum Beispiel mittags einen Snack noch essen möchten oder das ein oder andere Glas Wein, können Sie das mit diesem Resort-Gutschein abdecken. Wenn Sie Luxus möchten, wenn Sie den absoluten Luxus möchten, auf Korfu, der von uns, von Deutschland aus, nächstgelegenen griechischen Inseln, also gerade mal mit einer Flugzeit von 2 Stunden, dann sind Sie hier genau richtig. Deshalb schauen wir jetzt rein in ein Hotel, was wir so in dieser Form noch niemals hatten bei Sonnenklar TV. Marriott International ist ein renommiertes und familiengeführtes Hotelimperium, das seit 1927 seine Gäste begeistert. In über 130 Ländern und 7000 Hotels sind knapp 200.000 Mitarbeiter um ihr Wohlbefinden bemüht. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Der Fokus liegt auf exzellentem Service und Innovationen. Kein Wunder, dass unser neuestes Juwel auf Korfu stolzes Mitglied dieser renommierten Hotelgruppe ist. Wer nach Luxus sucht, der wird ihn im 5-Sterne-Domes Miramare finden. Durch die Renovierung erstrahlt das Haus in neuem Gewand. Doch Glamour und Charme vergangener Tage, als Jackie O oder Maria Callas hier Gäste waren, sind geblieben. Dank Upgrade residieren Sie in einem edlen Doppelzimmer mit bequemem King-Size-Bett und herrlichem Blick auf die Ägäis. Das Meer nicht nur sehen, sondern auch spüren, das können Sie nach nur wenigen Schritten. An der Schönheit, die Mutter Natur kreiert hat, können Sie sich rund um die beiden Pools ebenso erfreuen. Alte, knorrige Olivenbäume spenden Schatten, während Sie einfach nur Ihren Urlaub genießen. Ihren Ressortgutschein in Höhe von 50 Euro können Sie beispielsweise für frisch gemixte Cocktails von der Poolbar einlösen. Im Rahmen von Halbpension werden Sie von Michelin-Sternekoch Tassos Mantis in die Geheimnisse mediterraner und kaufiotischer Kulinarik eingeführt. Ein luxuriöser Urlaub, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen, der erwartet Sie im 5-Sterne-Domes Miramare. Also ich habe gerade am Bildschirm geklebt, weil es ist ein Hotel, wie ich es persönlich auch genau liebe. Ja, diese kleineren Häuser, familiär geführt, mit einer unglaublichen Historie, eben schon aus den 30er Jahren von der Onassis-Familie. Und Jackie Onassis war da, verschiedene Filmstars, die alle schon hier Urlaub gemacht haben. Und Sie können das auch. Im August jetzt zum Beispiel noch ab 1279 Euro, aber auch September, Oktober noch buchbar für dieses Jahr oder aber April, Mai dann für nächstes Jahr. Und ja, es ist einige Euro teurer als die klassischen 4-Sterne-Hotels, die wir Ihnen sonst präsentieren. Aber wir wollen für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel, für jeden Anspruch auch etwas hier bereithalten bei Sonnenklar TV. Und so haben wir eben die klassischen All-Inclusive-Hotels und Ziele. Aber wir haben natürlich auch das für all diejenigen, die etwas Besonderes suchen und gerade vielleicht nach den letzten Wochen und Monaten sagen, das haben wir uns verdient, uns mal wirklich das Beste vom Besten zu gönnen. 219-745 ist hier die Buchungsnummer. August, September, Oktober dieses Jahr noch buchbar oder aber April und Mai nächsten Jahres. We'll be right back.
Ja, eine Social Klar-Sendung mit der lieben Sarah, wo wir tatsächlich jetzt drei Angebote, das ist das dritte, hintereinander präsentiert haben, die alle ausschließlich für erwachsene Gäste sind. Tja. Unglaublich. Ja, aber wie du aber schon sagst, wir haben ja auch tolle Familienangebote, um das ja aber auch mal ganz, ganz deutlich zu sagen. Ja. Ja, ich bin ja auch Papa und ich suche natürlich auch immer genau das Richtige für meinen Kleinen. Es ist wichtig, dass wir auch hier die ganze Bandbreite ganz haben, genau, dass wir sowohl was haben, ausschließlich für erwachsene Gäste, wo die Kinder auch vielleicht schon aus dem Haus sind, die haben jahrelang Familienurlaub gemacht, aber eben natürlich auch für Familien, für Alleinreisende, für jeden Geschmack etwas. Da sucht ihr auch immer gerne das Richtige raus. Und jetzt reisen wir in die Karibik, nach Kuba. Ja. Ja, wir reisen ins Rock Barlovento mit einer Rundreise zuvor. Ich habe mich jetzt speziell zu dem Rock Barlovento natürlich erkundigt, wie die Leute das da so finden. Und das hatten wir natürlich schon einige Male bei uns auf Facebook. Wir hatten es jetzt zuletzt am 1. August, also erst vor wenigen Tagen. Und es kam natürlich wieder super an. Kuba ist auch so eine Sehnsuchtsdestination einfach bei uns. 214 Reaktionen, 16 Shares, 8 Kommentare. Und in einige der Kommentare gucken wir jetzt mal rein. Da schreibt zum Beispiel die Jessica, Kuba ist einfach nur traumhaft schön. Ein gutes Angebot für Cayo Santa Maria wäre aber tatsächlich auch mal wieder schön, liebes Sonnenklar-Team. Haben wir uns aufgeschrieben. Nehmen wir vielleicht auch bald mal wieder mit in die Sendung. Haben wir ja nicht allzu selten. Die Heike Hildemann, die hatten wir eben schon bei Jamaika. Und da hat die uns einen richtigen Roman hinterlassen. Und auch hier hat sie wieder richtig viel geschrieben. Die schreibt, Kuba ist traumhaft schön. In Havanna gibt es viel zu sehen, zum Beispiel Schokoladenmuseum, der Malecon, der Park, das Kapitol, Theater, Bacardi Haus, Havanna Club, Besichtigung der Herstellung, alte Bars und noch vieles mehr. Die Häuser sind farbenfroh und die Leute mega freundlich und tanzen, egal wo. Trinidad ist auch schön. Oder eine Wanderung durch den Regenwald, botanischer Garten, Besuch beim Tabakbauern. Bemalte Felswand, das ist nur eine kleine Auswahl. Einfach wunderschön, wir kommen wieder. Die Heike hat viel vor, die wollte auch noch nach Jamaika wiederkommen. Ja, du, da ist wohl jemand ein Karibik-Fan. Wir haben alles bei Sonnenklar TV. Nimm viel Urlaub und reis los. Ja. Dann dachte die Ute war auch auf Kuba, schreibt, absolut empfehlenswert, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Und die Kerstin schreibt, es ist sehr zu empfehlen, immer eine Reise wert. Und mein Lieblingskommentar, der kommt jetzt zum Schluss. Da schreibt die Eva, einfach nur traumhaft, echt empfehlungswert. Du, das kenne ich. Da bin ich so begeistert manchmal. Und dann schreibe ich irgendwas, was natürlich als Verb oder als Adjektiv oder als Hauptwort überhaupt nicht existiert. Das kann passieren, ja. Und das kann natürlich passieren, weil man so begeistert ist in dem Moment. Und dann tippt man einfach drauf los. Aber wir wissen bei empfehlungswert alle, was gemeint ist, nämlich absolut klasse. Und hier gucken wir mal rein ins Rock Barlovento. Und das ist natürlich auch deshalb so sehr beliebt. Nicht nur, weil es All-Inclusive bietet, weil es eigentlich Getränke rund um die Uhr bietet, Snacks rund um die Uhr bietet, an einem traumhaften Sandstrand liegt, sondern weil es den einzigen deutschen Hoteldirektor auf bzw. in Kuba hat. Ich glaube, der heißt Klaus, ne? Der heißt Klaus, ganz genau. Das hat nämlich auch jemand kommentiert bei uns, dass der Klaus so super ist und jeden und Wunsch der erfüllt. Klaus, der kommt aus Köln ursprünglich, das hört man ihm auch an. Und das merkt man auch, denn da ist ein absolutes, eine absolute Lebensfreude natürlich bei ihm vorhanden, die in Kuba genau richtig aufgehoben ist. Das ist aber nur ein Teil ihrer Reise. Diese insgesamt 10 Nächte im Hotel am Traumstrand. Davor haben sie 4 Nächte eine Rundreise, wo sie das klassische Kuba, also alles das sehen, was gut ist, was wichtig ist, was sehenswert ist. Da gibt es natürlich so einzelne Orte, die muss man einfach gesehen haben. Ja, wie die Heike beschrieben hat. All das, was die Heike erlebt hat, kann man dann quasi erleben, ne? Ja. Aber jetzt zeigen wir es trotzdem noch mal, was die Heike alles so gesehen hat. Dafür haben wir nämlich bei Sonnenklar TV die passenden Bilder. Und deshalb kommt hier der Film. Viva la vida! Nirgends kann man Lebensfreude so schön zelebrieren wie auf Kuba. Heiße Rhythmen, Havanna-Rum und malerische Landschaften. Sind Sie bereit für eine einzigartige Reise mit perfektem Ausklang im Paradies? Dann kommen Sie mit uns auf die größte der Karibikinseln. Und das Beste, bei der Badeverlängerung erwarten Sie ein tolles Upgrade und 7 geschenkte Nächte. Zuerst aber decken Sie bei einer Rundreise Kubas Highlights ab. Nach der Landung starten wir in der lebendigen Hauptstadt mit einer Stadtrundfahrt. Dabei bringen wir Sie zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie dem Kapitol,
Und zwar in einem von Havannas berühmten Oldtimern. Die Stadt hat aber noch so viel mehr zu bieten. Was für ein Glück, dass Sie hier einen ganzen Tag verbringen dürfen. Weiter geht es nach Cienfuegos, der sogenannten Perle des Südens. Die Küstenstadt ist ein echtes Juwel und gehört mit dem historischen Zentrum seit 2005 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Genauso malerisch ist Trinidad. Bewundern Sie die prächtigen Bauten rund um die Plaza Mayor, deren Flair noch heute an die Kolonialzeit erinnert. Lassen Sie sich einfach treiben, denn hier spielt Zeit keine Rolle. Auf dem Weg zu Ihrem Badeurlaub am Traumstrand machen Sie noch Halt in der Natur. Mitten im tropischen Urwald stürzen Wasserfälle in die Tiefe. Freuen Sie sich auf ein erfrischendes Bad in den kühlen Naturbecken. Nach 3 Tagen voller spannender Ausflüge steht für Sie Relaxen auf dem Programm. Und zwar in Varadero im 4-Sterne Rock Barlovento. Und hier können Sie sich auf ein tolles Upgrade freuen, denn Sie kommen in den Genuss von Rock Plus. Das bedeutet für Sie zusätzliche Getränke sowie Pool- und Strandtücher auf dem Zimmer, die Unterbringung in renoviertem Ambiente und einen exklusiven Strandbereich. Wir sind uns sicher, dank dieser Extras werden auch Sie schnell Fan des paradiesischen Resorts. In seinen neu gestalteten Doppelzimmern residieren Sie 10 Nächte und bekommen 7 davon geschenkt. Entspannung finden Sie in der Poollandschaft unter Palmen und am atemberaubenden Karibikstrand direkt vor der Tür. Ach, und das alles ist übrigens Erwachsenen vorbehalten, sodass Sie das Paradies ganz in Ruhe genießen können. Klingt zu schön, um wahr zu sein, aber Sie haben ja noch gar nichts über Ihre All-Inclusive-Möglichkeiten erfahren. Üppige Buffets, Snacks, à la carte Dinner sowie lokale Getränke rund um die Uhr machen Ihre Tage hier unbeschwert und äußerst schmackhaft. Freuen Sie sich auf eine einzigartige Rundreise durch Kuba und einen mit Extras prall gefüllten Badeaufenthalt im Rock Barlovento. Tolles Angebot, oder? Und von diesen gesamten 14 Nächten schenken wir Ihnen ja eine Woche. Also insgesamt 7 Nächte im Hotel sind von uns geschenkt. Sie bezahlen lediglich die Rundreise plus die ersten 3 Nächte im Rock Barlovento. Und die folgenden 7 Nächte, die noch dazukommen, die kriegen Sie von uns. Und die haben einen Wert von 670 Euro. Und dieses Rock plus, was Sie da gerade im Film gesehen haben, hat auch nochmal einen Wert von 350 Euro. Mit vielen, vielen Vorteilen. In den renovierten Doppelzimmern sind die untergebracht. Also, und der exklusive Strandbereich, das finde ich ja immer super, ja, wenn man so ein, da fühlt man sich einfach immer noch mal ein bisschen besser als die anderen, oder? Noch besser. Noch besser, wenn man noch so einen exklusiven Bereich hat. Wow. 219-883 ist hier die Buchungsnummer ab 1699 Euro. Busrundreise, klassisches Kuba und nochmal 10 Nächte Rock Barlovento inklusive dem Upgrade auf Rock Plus. I wanna rock. Rock. Okay. So, ich habe gehört, wir machen eine klassische Abmoderation. Ja, okay. Deshalb haben wir am Anfang noch mal gar nicht gesagt. Also, Facebook gibt es natürlich, einfach SonnenklarTV eingeben. Ja. Dann findet man SonnenklarTV, kann Fan werden, kann ganz viel noch mal verfolgen. Urlaubsinspiration sich holen, man kann in unsere Gruppen eintreten. Wir haben Gruppen zu verschiedenen Destinationen, aber auch für Alleinreisende. Genau, dann viele Videos auf unserem eigenen YouTube-Kanal, wie zum Beispiel Urlaubschecker und auch verschiedene Podcast Hotelvideos, haben wir auch Podcast, jetzt, ja. Genau. Und Instagram? Instagram bieten wir auch ganz viel Urlaubsinspiration und natürlich Stories, wo es dann auch wirklich zu den Produkten geht. Aktuell bist du in unserer Story, da berichtest du von den neuen Türkei-Produkten, die wir reinbekommen haben, genau, anlässlich der Öffnung. Und eben alles, was sonst noch wichtig ist in der sozialen Welt. Und damit sage ich vielen Dank jetzt wieder
du ins Büro und wir machen hier weiter mit der Sendung. Aber irgendwann, wenn ich Pause habe, komme ich gerne vorbei auf einen Kaffee. Da freue ich mich drauf. Oh, da freu ich mich. Toll, tschüss.